Es waren echt schon 2 Jahre, wa? Echt 2 Jahre. Ich hab mich zum Positiven verändert. Würde ich jetzt sagen. Aber bestimmt sagen Leute auch, der ist voll das Arschloch. Oder hat sich jetzt voll verändert. So, der ist nicht mehr derselbe wie früher und so. Kann auch sein. Muss jetzt jeder für sich selber auslegen. Ich sag, ich hab mich nicht großartig verändert. Ein bisschen mehr Geld. Ansonsten ist alles beim Alten. Ich freue mich des Lebens. 2,5 Jahre. Boah. Es wurde Zeit, dass ich wieder da bin. Ich glaube, die Leute freuen sich auch auf mich. Oder ich freue mich mehr auf die Leute. Kann auch sein. Auf jeden Fall wird es ein großer Spaß. Ich kann dir mal erzählen, wie es jetzt bei mir ist. Wir kommen hier rein. Dann kommst du rein. Sieht schon mal alles krass unordentlich aus. Kühlschrank. Getränke. Mein Arbeitszimmer. Hier, ich habe mir eine Gitarre gekauft. Piano. Jacken. Ein Boden. Hauptsache das Lieblingsrapper-T-Shirt hängt. Hier ein Schuh. Da ein Schuh. Dann hier mein geiler Ausblick. Oh. PSP-Spiele. Gehen wir mal unten durch, ja? Pornosammlung. Hier meine Schuhe. Habe ich euch die schon gezeigt? Dann geht's noch weiter. Ich hab da die schon gesehen. Und die? Und die? Und ich mal Zeit gehabt, die aufzuhängen. Und hier penne ich. Also ganz im Ernst, die Wohnung ist größer als die im Ghetto, aber sieht immer noch so aus, als wäre sie mitten im Ghetto. Kriegst ja auch den Jungen aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Weißt du, da wohnt neben mir ein... Oh, also ich wohne ganz oben. Neben mir wohnt eine Engländerin mit ihrem Mann. Ganz verrückte Menschen. Dann ein... Da, also mir ganz gegenüber wohnen 2 Herren. Ja, die wohnen zusammen. Ja, die wohnen zusammen. Unter mir wohnt eine WG. Und ich habe keine Ruhe. Ich höre die immer noch ficken. Da wird immer noch in mein Treppenhaus gekotzt. Ja. Ich will nicht sagen, wie viel Miete ich bezahle. Ich will nicht sagen, was das für eine krasse, schicke Gegend ist. Ich will damit nur sagen, du bist zwar raus aus deiner Gegend, aber ich habe mich immer gewundert. Ich dachte immer, das ist so krass bei mir in der Gegend. Aber da, wo ich jetzt wohne, ist es zwar nur halb so krass, aber es ist trotzdem so. Verstehst du, was ich meine? So, ich zahle mehr Miete, aber es hat sich irgendwie nichts geändert. Ich hätte da bleiben können. Das kann ich dazu nur sagen. Also, es hat sich immer noch nicht viel geändert. Nur die Leute jetzt, die bei mir im Haus wohnen, die können ihre Miete alle bezahlen. Die zahlen ihre Miete alle selber. Weißt du, das ist schon mal ein Vorteil. Und wahrscheinlich jetzt, außer in der WG da unten, wahrscheinlich auch keine Kakerlaken. Ich meine, bei den 2 Herren gegenüber wird es bestimmt immer schön sauber sein. Ich glaube, bei Menschen zu Hause ist es nur sauber, wenn die so einen Tick haben, so einen Putzfimmel. Ansonsten würde es gar nicht sauber sein, weil das passt gar nicht in den Alltag rein, sauber machen. Weißt du, das funktioniert doch nur aufstehen, fertig machen, zur Arbeit gehen. Wenn du von der Arbeit kommst, dann isst du noch was zu Hause, triffst dich vielleicht mit Freunden, gehst nochmal ins Kino, weil irgendwie musst du ja ein bisschen Freizeit haben. Dann wird aber spät, trinkst noch einen, gehst schlafen. Wo war da jetzt sauber machen oder kacken? Wo war kacken da? Weißt du, da bleiben einfach ein paar Sachen auf der Strecke bei diesem Leben. Da vergisst du dann auch mal einfach, dass Alkohol gar nicht so gut ist. Weißt du, das ist meine neue Theorie einfach. Für mich persönlich war der AIDS-Song krass. Also ist immer noch krass, aber auch die Arbeit an dem Song. Und so, dass ich mit Bobby mal wieder im Studio war und endlich mal einen Song gemacht habe und den Leuten zeigen kann, hey, das ist hier nicht vorbei, wir haben uns nicht gestritten oder hier ist. Wir verstehen uns immer noch gut, wir sind immer noch beste Freunde. Wir haben nur gerade viel zu tun. Er macht sein hier Ecstasy-Ding und so. Ich bin gut drauf, ich fühl mich super. Menschen wie eine Bazooka. Ich mach mein Album gerade und so, ich war unterwegs mit meinen Produzenten und so, nicht viel Zeit. Wir haben viel telefoniert, wir haben uns immer gesehen, wir machen auch gerade Sektenmusik zusammen, unser Label und so, also das Ding, das läuft alles noch und um den Leuten das zu zeigen, haben wir einen wirklich krassen Track gemacht, einen wirklich sehr krassen Track, der mir auch sehr am Herzen liegt und ich glaube, den Leuten wird der auch gefallen, weil der dieses AIDS-Feeling einfach hat, weißt du, alles ist die Sekte. Ich kann bei so einer Veranstaltung wie The Dome oder Super Bravo Show oder irgendwas, ich kann da sein, ohne da zu sein. The Dome, Alter.
Hunger, Alter. 5 Stunden später. Weißt du? Also irgendwie kann ich mich umschalten und ich bin dann auf einmal jemand ganz anderes. Der dann so, der da ist, mit dem ihr auch reden könnt und der euch auch eine vernünftige Antwort gibt, hin und wieder. Weißt du, aber irgendwie bin ich nicht da. Weil in Wirklichkeit sitze ich immer noch zu Hause mit Füßen hoch vorm Fernseher und gucke DVD oder spiele Xbox oder keine Ahnung. Weißt du, irgendwie sowas, was mir dann im Endeffekt irgendwie mehr Spaß macht. Weißt du? Aber das ist mein Job. Meine Fans wollen, dass ich da bin. Ich bin dann da im Endeffekt auch gerne. Zumindest diesen Fankontakt habe ich dann auch gerne. Man sieht die Leute, weißt du, man gibt Autogramme, rote Teppich, diese ganze Sachen und so Meet and Greet und sowas. Die anderen Vorfahren. Ich finde sowas alles wichtig, deswegen mache ich das, weißt du? Und natürlich so eine Aftershow-Party und so nimmt man auch mal mit, weißt du? Aber ich meine, ich muss jetzt nicht 5 Stunden irgendwie im Backstage warten für 2 Minuten Auftritt irgendwie und dann ist die Sache schon wieder gegessen, dann gibt es nur noch 2, 3 Interviews und dann war's das. Weil so krass ist, so super Bravo-Show und sowas ist nicht so krass. Lieber im Fernsehen angucken, weißt du? Am besten wäre, man würde zu Hause sitzen, warten, sich die Show angucken und wenn man kurz bevor man dran ist, wird man gerufen. Dann klettert man in den Fernseher rein irgendwie und macht schnell seine Show, weißt du, irgendwie, das wäre gut. Und dann wieder schnappt durch den Fernseher ab nach Hause auf die Couch, aber man muss 5 Stunden vorher warten in so einem Raum, hat nur Gummibärchen zu essen und, weißt du, man macht gerade Diät und so, dann schiebt man echt ab. Ich habe mir ein Auto gekauft, schön geräumiges, weil ich viel Zeit im Auto verbringe. Ich habe mir ein Touareg anfertigen lassen, VW. In der Haus, ja, kommt mal mit rein. Wir holen ihn jetzt ab. Der ist heute fertig. Ging auch echt schnell. Nika, mal gespannt. Emma, Platz hier bitte. Das ist Herr Löwe. Sigi sucht Tuareg, ich suche Toilette. Das sind Autos? Das sind die beiden Kopfhörer. Fürs? Für den Fernseher. Schöne Sitze. Weißt du, die teuerste Ausstattung, die es gibt, habe ich mir besorgt. Der zweite Hauptschlüssel und den anderen, den haben wir dann am Fahrzeug. Hier haben wir den Fahrzeugschein. Ist sicherlich der Fahrer, ne? Und das ist auch nicht mein Name. Auf der zweiten Seite hier. Das war ein Fußtritt von mir. Yippie-Kayo. Einmal rechts. Sigi fährt den Wagen halt. Da guck mal. Das sind die ersten. So, sagen Sie mal was, junger Mann. Schickes Auto. Fernseher einschalten, voll wichtig. Mir egal, ob der Aschenbecher geht und so. Der Fernseher ist wichtig. Weil ich gehe nicht mehr so gerne auf die Straße. Ich meine, wenn. Das ist jetzt nicht irgendwie, keiner macht mir Action oder sowas. Es gibt keinen, der mir meine Kette wegreißen würde oder so. Würde vielleicht, aber ich habe so einen noch nicht getroffen. Aber es geht auch um diese Fotos. Kann keine 5 Minuten auf der Straße sein, ohne ein Foto zu geben oder ohne irgendwo Autogramme zu geben. Wie gesagt, ich mache das gerne, aber nicht in meiner Freizeit. Wenn ich als Sido irgendwo bin, dann habt ihr das Recht, mich zu fragen nach dem Autogramm. Oui, korrekt. Guck mal, das ist Fernsehen, das ist Fernsehen. Hallo. Yes. Glaube ich. Yeah. Aber wenn ich im Restaurant sitze mit meiner Mutter und wir gerade über die Familie reden oder so, dann habt ihr kein Recht der Welt irgendwie zu mir zu kommen und ein Autogramm mich nach einem Autogramm zu fragen neben meiner Mutter. Ist echt für mich peinlich und euch sollte das auch echt peinlich sein, ehrlich gesagt. Mein Album ist das, auf was ich schon immer gewartet habe. Ich will gar nicht, ihr bestimmt auch, aber für mich ist es am wichtigsten, dass ich mir gezeigt habe, ich kann es besser als mein letztes Album. Das ist mir am wichtigsten. Ich bin auch zufrieden mit allem, was ich habe. Es muss nicht krasser werden. Mein Album hat mir einen Herzenswunsch erfüllt. Das ist mein Album in 30 Sekunden.